Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kacklicht, das müssen wir nochmal ändern. Ich bin so aufgeregt. Ich muss nochmal erklären, warum, aber ich stelle die Kamera auch nochmal anders hin. Ja, auf jeden Fall haben ich und Chakal LP. Ding ist einfach, dass er jetzt an einem Tag 300 Abonnenten mehr bekommen hat. Er hat heute Morgen mir geschrieben: Oh, Daniel, Digga, ich habe 286 Abonnenten. Jetzt gucken wir drauf, auf einmal stehen da 556. Jetzt haben wir geplant, weil ich keinen Bock mehr auf meinen Kanal habe. Ja gut, was heißt kein Bock, nur das Ding ist einfach, bei mir läuft es nicht so richtig. Ich habe 65 Abonnenten seit eineinhalb Jahren. Nee, ich hatte 30 Abonnenten. Nur er hat ein paar Monate. Und er will halt auch, dass ich, also beziehungsweise ich kam auf die Idee, ja, dann lass doch irgendwie zusammen Videos machen. Dann kam er auf die Idee, dann einen neuen Kanal zu machen. Den haben wir jetzt auch erstellt, auf dem das Video jetzt ist. Ich werde ein bisschen werben und er wird ein bisschen werben für den Kanal. Er wird jetzt auch nochmal ein Video hochladen. Und ich denke, ich würde erstmal ein bisschen sagen, was ich so mache, was meine Hobbys sind. Ich muss nur kurz auf meinen Cousin antworten, den ich geschrieben habe, der ist Sandro. Grüße an dich, Sandro. Was ist ein Flashmob? Also ich filme gerade mit meinem Sony Xperia Z2 und mein Arbeitshandy bzw. Spielhandy ist das Samsung Galaxy S2. Ich sag gerade voll crazy aus. Ja gut, also meine Lieblingshobbys sind eigentlich nur so mit dem Roller rumfahren. Ich bin eher so ein anonymer Fahrer. Ich mache das nicht gern so öffentlich und werde nicht gern erkannt. Deswegen, so sieht das aus, wenn ich Roller fahre mit meinem neuen Visier. Ich finde auf jeden Fall so ein schwarzes Visier ist geil. Es ist schon chillig. Ich freue mich extrem auf den neuen Kanal, weil ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Ey, ich freue mich einfach so für Chakal LP, weil bei mir läuft ja nicht so richtig bei ihm gut. Und, ja, meine Hobbys sind halt noch so Fahrradfahren, diese Standardsachen, die man so sagt, wenn man keine Ahnung hat, was man für Hobbys hat. Aber hauptsächlich fahre ich gerne, ja gut. Also ich habe eher geplant, andere denken an Autoführerschein, ich denke eigentlich eher ans Motorrad. Bei mir läuft das nämlich so, dass ich jetzt einen Roller habe, eine Kreidler Galactica 50 DD 2.0, 4 PS, fährt 34 circa. Ja, Roller erstmal, ich bin jetzt 15. Wenn ich 17 bin und meinen Autoführerschein bestanden habe, was ich mal denke, man denkt jetzt einfach mal so weit. Und dann habe ich auch automatisch 50er. Dann werde ich mir eine Kymco Carpipe 50 Kubik kaufen. Ist aufgebaut wie ein richtiges Motorrad. Man hat Leerlauf, kann da so ein bisschen Gas geben. Na, ne, ne. Ich kann euch das Bike einfach mal kurz zeigen, wie das aussieht. Ob ich Videos auch noch von dem Ding zeige, muss ich gucken. So sieht das Ding halt aus. Fährt auf jeden Fall gut, hat eine Halbautomatik-Schaltung. Also wenn du da Leerlauf hast, ziehst du deinen Fuß so hoch und dann hast du den ersten Gang drin und dann kannst du theoretisch einfach losfahren und den Rest macht das Ding von alleine. Was kann ich denn noch so erzählen? Mein Name ist halt Daniel. Mein Nachname ist Guderian. Ich war gerade einfach am überlegen, ob ich meinen Namen sage. Ich habe mir jetzt einfach mal rausgesagt. Aber auf jeden Fall Atto. Beziehungsweise Chakal LP. Wir machen es öffentlich. Er heißt Atakan Besliuglu. Früher hieß er mal Atakan Besliuglu unterstrich 55 auf der PS3. Und ja, ich hoffe mal, dass der Kanal so gut laufen wird wie bei Chakal LP. Abonniert ihn natürlich weiterhin, aber ihr könnt natürlich auch hauptsächlich seine Videos gucken, aber das ist so sein kleiner Nebenkanal, beziehungsweise meiner auch. Wir machen den so zusammen. Und ja, was kann ich noch so sagen, ey? Was mache ich denn noch gerne so? Zocke gerne PlayStation 4. Die Konsole wird bald an Amazon zurückgeschickt. Ich kann euch auch erzählen, warum. Ich kann sie euch ja nochmal zeigen.
sieht das ganze Ding aus? Ich kann ja auch noch mal erzählen, warum ich das Ding. Ich habe Weihnachtsangebot, Angebot. Das Ding kriegt man jetzt nicht mehr über 400. Und es war ein Weihnachtsangebot und hat 500 und noch irgendwas gekostet. Und dann habe ich noch dieses Lenkrad. Bin ich auch noch gern gefahren, aber eigentlich bin ich hauptsächlich mit der Konsole rumgezockt, beziehungsweise habe mit der Konsole nur rumgezockt wegen dem Lenkrad, weil ich Forza Horizon 2 gezockt habe. Und von dem Geld werde ich noch ein bisschen Geld zusammenkratzen, so 100 Euro. Und dann werde ich mir einen guten PC kaufen, so für 6, 7, 800, 1000 Euro oder so. So wie ich es mir vorstelle. Und ja, einfach einen PC haben, der für GTA 5 bereit ist, nicht hängen tut, in Full HD natürlich bessere Grafik als auf PS4. Und auf jeden Fall ist alles auf dem PC günstiger als auf Konsolen. Und wenn ich einen PC habe, werde ich mir auch keine neuen Konsolen mehr kaufen und sowas. Ja gut, was kann ich groß noch sagen? Atakan wird noch ein Video hochladen. Wir werden auch öfters Pranks und sowas machen. So mehrere Videos, so auf jeden Fall viele Videos. Wir werden uns bald in Kürze auch mal treffen und dann ein Video mit uns beiden zusammen machen. Und ja, das war was von mir. Und ich denke, ich zeige die Kimco Carpipe doch nochmal. Ich mache jetzt einfach mal ein kleines Video dahinter. So Sound einfach. Irgendwie muss ich was trinken. Ja, Leute, das war's von mir erstmal. Zum dritten Mal. Atakan wird noch ein Video hochladen. Ja, wir werden weiterhin noch ein bisschen von uns erzählen. Ja, gut, Leute. Macht's gut.